In diesem Film geben wir Ihnen einen kurzen Einblick in den Herstellungsprozess unserer Hochqualitäts-Fahrradkette SLT 99, die wir speziell auf Langlebigkeit und Laufleistung optimiert haben. Eine konstant hohe Industriequalität wird durch eine vollautomatische Fertigung erreicht. Herzstück der Fertigungsanlage ist der Montageteller, auf dem alle Teile zusammengeführt und montiert werden. Dabei werden von der Anlage pro Minute 2356 Montage- und Kontrolloperationen durchgeführt. Eine Fahrradkette besteht aus folgenden Grundteilen: Außenlasche, Bolzen, Innenlasche, Rolle sowie abermals eine Innen- und Außenlasche. Eine Kette mit zum Beispiel 114 Gliedern besteht insgesamt aus 456 Einzelteilen. Von Vorratsbehältern werden die Einzelteile dem Herstellungswerk zugeführt. Der Edelstahlbolzen und die Rollen sind mit einer Chrom-Carbid-Schicht gegen die extremen Belastungen gepanzert. Um eine immer gleichbleibende Wandstärke der Rolle zu garantieren, wird diese aus Präzisionsbandstahl gewickelt. Die vernickelte Oberfläche der Laschen verbessert die Gleiteigenschaften und schützt vor Korrosion. Über eine Schiene wird dem Greifer eine Außenlasche zugeführt. Der Greifer legt jeweils im Wechsel eine Lasche auf den inneren Drehteller und eine weitere auf den äußeren Montageteller. Dort werden dann im nächsten Arbeitsschritt die Bolzen eingedrückt. Mit bestimmt definiertem Druck presst die Maschine die Edelstahlbolzen in die Außenlaschen ein, da gerade diese im späteren praktischen Einsatz hohen Belastungen ausgesetzt sind. Ein zweiter Greifer bestückt abwechselnd die Teller mit Innenlaschen. Zum einen erhalten nun die bereits mit Bolzen versehenen Außenlaschen eine Innenlasche, zum anderen legt der Greifer eine zweite Innenlasche zur späteren Montage auf dem inneren Drehteller ab. Die rotierende Rollentrommel im vorderen Teil des Bildes verteilt die Rollen passend auf die entstehende Kette. Die Grundschmierung erfolgt durch den Öler bereits beim Herstellungsprozess. Links daneben greift ein Wendehebel die zweite Innenlasche aus dem Drehteller und legt diese auf die Kette auf. Ein zweiter Wendehebel ist für das Auflegen der zweiten Außenlasche zuständig. Über ein Zahnradgetriebe läuft die fertige Kette aus der Maschine in den Kettenspeicher. Das anschließende Ablängen, Trennen und Verpacken der Kette ist in unserem Hause Handarbeit. Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, besuchen Sie uns auch im Internet unter www.roloff.de oder wenden Sie sich an unsere Fachhändler. Wir freuen uns über Ihr Interesse.